Sei herzlich willkommen zu diesem Video für dein Seelenblühen. Ja, und heute, du kannst es schon am Hintergrund erkennen, möchte uns der Geist des Fliegenpilzes begleiten. Der Fliegenpilz, ja, ist auch ein alter schamanischer Wegbegleiter. Noch heute nutzen ihn Schamanen wie in Sibirien. Ja, er hilft bei tiefer innerer Heilung, ist auch ein Wegbegleiter bei Trance-Reisen. Hilft er auch, sich für andere Welten zu öffnen. Ja, wir kennen den Fliegenpilz eben einerseits als einen Giftpilz. So trägt er auch wohl wirklich Gift in sich und in zu großer Menge genossen. Ja, ist er eben nicht genießbar. Dennoch wird er zum Beispiel in Sibirien auch wirklich als Speisepilz verwendet, wenn man eben weiß, wie viel und in welcher Menge. Wie das so oft eben ist, die Dosis macht das Gift, sagte ja auch schon Paracelsus. So ist das eben auch mit dem Fliegenpilz. Und andererseits, ja, ist er für uns aber auch ein Symbol für Glück. Und so trägt er wie zwei Seiten in sich, Gift und Glück. Und diese können ja manchmal auch sehr nah beieinander liegen. Und vielleicht gehören sie auch zusammen wie zwei Seiten einer Medaille, und wir kennen das auch in unserer Welt. Ja, vieles hat wie zwei Seiten. Man kann es so betrachten oder so sehen. Man kann nur das Leid darin sehen oder man kann auch erkennen, welche Stärke man zum Beispiel durch eine leidvolle Erfahrung in sich entwickeln kann. Ja, und für mich ist der Geist des Fliegenpilzes ein intensiver Begleiter, ja, in der Heilung auch von traumatischen Erfahrungen, aber auch in der Ahnenheilung. Mich hat er die letzten Jahre sehr, wirklich sehr intensiv in Wandlungsprozessen begleitet. Und jetzt spüre ich, darf ich ein wenig davon auch teilen und nach außen geben. Vielleicht kennst du bereits mein Buch Waldraunen und Pilzgeflüster. Auch hier begleitet der Geist des Fliegenpilzes mit seinen heilsamen Energien. Ja, und ich möchte dich jetzt hier auf eine kleine meditative Reise einladen. Ich lese sozusagen etwas daraus vor. Hinter jedem Kapitel gibt es ja Impulse oder auch eine Anleitung für eine Meditation, Seelenflüstern genannt. Ja, und du bist jetzt eingeladen, einfach zu lauschen, wenn du möchtest, mitzugehen und dich vom Geist des Fliegenpilzes auch heilsam berühren zu lassen. Seelenflüstern, zeige dich, sei wahrhaftig und lasse dein Licht leuchten. Eine Meditation. Stelle dir vor, du stehst auf einer Wiese. Vor dir siehst du den Wald, hell leuchtend im Frühlingsgrün. Eine kleine hölzerne Brücke führt über einen Bach, der am Waldrand entlang fließt. Gehe nun über diese Brücke und folge dem Pfad, der in den Wald hineinführt. Folge ihm so lange, bis du auf einer kleinen Lichtung ankommst. Dort wartet jemand auf dich. Vielleicht kennst du das Wesen bereits, das sich dir zeigt. Es lädt dich ein, ihm nun in sein Haus zu folgen. Bist du mit ihm davor angekommen, schaue dir an, wie sich dir seine Behausung zeigt. Dann folge ihm in das Innere und sehe dich auch dort etwas um. Vielleicht gibt es ein warmes Feuer in einem Kamin. Oder es duftet wunderbar. Wenn du soweit bist, fragt dich das Wesen. Es fragt dich, wo du dich noch authentischer und somit freier zeigen darfst. Vielleicht stellt es dich auch vor einen Spiegel, solch einen, in dem du dich aus den Augen deiner Seele sehen kannst. Lasse die Antworten aus deinem Inneren in dir aufsteigen. Du bist wunderbar und einzigartig. Dafür kannst du dir jetzt auch all die Zeit nehmen, die du brauchst.
dein Herzenslicht möchte leuchten, erlaube es dir in all deiner Schönheit. Und wenn du möchtest, kannst du diesem Wesen, das dich gerade begleitet, und auch dem Geist des Fliegenpilzes noch etwas fragen, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Sie helfen dir, sodass du dein Herzenslicht jetzt noch kraftvoller leuchten lassen kannst, um in deine Herzkraft zu gehen. Wenn du dich soweit fühlst, dann bedanke dich bei deinem Begleiter und dann verabschiede dich, geh denselben Weg wieder zurück, durch den Wald, über die Brücke des Baches, bis du wieder auf der Wiese angekommen bist.